herzlich willkommen zu Geisterjäger Delaware St. John, das Haus der Toten. Ja, ein neues Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar passend zur Jahreszeit, denn wir haben Herbst, es ist Oktober und damit beginnt so langsam wieder die Halloween-Zeit. Oder es ist so die Halloween-Zeit. Halloween ist ja erst am 31. Oktober. Aber ich betrachte gerne den ganzen Oktober als Spuktober, beziehungsweise ja, es ist so, die gesamte Zeit ist für mich Halloween-Zeit und deswegen mag ich das, so große Spiele zu spielen oder auch mir Horrorfilme anzugucken. Und deswegen dachte ich mir, dieses Spiel passt einfach perfekt. Ich habe zwar in 15 Days gesagt, ich wollte alle Adventures nach der Reihe spielen, aber das verwerfe ich jetzt hiermit, weil, keine Ahnung, ich spiele jetzt nur noch das, auf das ich Bock habe und ich habe jetzt Bock auf dieses Spiel und ich möchte das jetzt machen und deswegen tue ich das jetzt auch. Unser Protagonist ist, wie schon erwähnt oder wie ihr selber lesen könnt, Geisterjäger Delaware St. John. Und er hat Visionen, er kann Geister sehen und er muss diese auch befreien. Und deswegen geht er in das Haus der Toten und dort werden wir ein paar Geister sehen und wir müssen das Ganze auflösen und es wird auch Rätsel geben. Aber das Spiel wird wahrscheinlich nicht sehr lange dauern, wahrscheinlich insgesamt nur eine Stunde oder so, keine Ahnung, wie viele Parts es werden. Ich habe mal ein Let's Play dazu gesehen, das ist allerdings schon Jahre her. Und ich kann mich daran erinnern, dass das Let's Play an sich nicht so eine gute Qualität hatte. Es war, glaube ich, nur in 240 oder 480 Pixel, keine Ahnung. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das Ganze nochmal neu für euch auf. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und bevor ich jetzt hier noch gleich einen Roman euch an die Backe quatsche, starten wir doch gleich ein neues Spiel. Wir starten natürlich mit Kapitel 1, Jugendlicher Wahnsinn. Es beginnt so, wie es immer begann. Fremde Stimmen aus weiter Ferne. Ohne Vorwarnung bitten sie mich um Hilfe. Es wäre nichts Besonderes, kämen diese Stimmen nicht aus dem Jenseits. Schon als ich klein war, konnte ich diese Stimmen hören. Je älter ich wurde, desto deutlicher wurden sie, bis ich herausfand, wie ich ihnen helfen konnte. Natürlich machte diese Gabe mir ein normales Leben nahezu unmöglich. Zumindest dachte ich das, bis ich Kelly Bradford traf. Sie führte einen kleinen Buchladen in der Altstadt und nebenbei klärte sie für zahlende Klienten paranormale Vorkommnisse auf. Von da an arbeiteten wir zusammen. Alles lief wunderbar, bis vor einem Monat, als ich wiederholt denselben Albtraum hatte. Die Stimmen wurden lauter und bedrohlicher, bis ich es nicht mehr aushielt. Etwas Mächtiges rief mich, und ich musste dem Ruf folgen. Mein Name ist Delaware St. John, und dies ist die Geschichte vom Haus der Toten. Und wieder jemanden ertappt, der sich auf ein nächtliches Abenteuer weggeschlichen hat. Kelly! Woher wusstest du, dass ich weg bin?
Das Gerät, das du da in der Hand hältst, das ich gestern gegen dein Handy ausgetauscht habe, ist ein neuartiger Voice Imagery Communicator. Oder VIC, wie ich es nenne. Damit kannst du Bilder machen, Geräusche aufnehmen und ich kann dich damit orten. Was man heutzutage nicht alles in Online-Auktionen findet. Du musst es ja wissen. Von der Ortung her würde ich sagen, du bist außerhalb von Morrisville. Ich stehe in einem alten Gebäude. Sieht aus, als wäre es schon Jahrzehnte geschlossen. Morrisville Manor, oder wie es die Einheimischen nennen, das Haus der Toten. Dieser Ort hat eine ziemlich düstere Vergangenheit. Och nein, sag jetzt nicht, dass meine Albträume mich nicht in ein Luxusressort mit allem Pipapo geführt haben. Typisch. Morrisville Manor wurde 1892 vom wohlhabenden Geschäftsmann Bernard Amont errichtet. Es galt früher als erstklassiges Luxushotel. Nach einer Reihe von tragischen Unfällen galt es jedoch als verflucht. Das Geschäft flaute ab und das Hotel wurde geschlossen. Ich werde versuchen, mehr darüber herauszufinden. Gute Idee. Ich frage mich, wo hier wohl der Lichtschalter ist. Diesmal liegst du mit deinem Sarkasmus gar nicht mal falsch. Nach alten Bauplänen, die ich online gefunden habe, steht im Keller ein Notstromgenerator. Wenn du das zum Laufen kriegst, wird es dir mehr bringen als deine Taschenlampe. Ja, wäre schon praktisch. Vor allem, da die Batterien fast leer sind. Unvorbereitet auf Exkursion, Delaware? Wieso überrascht mich das nicht? Ja, und damit wären wir direkt im Spiel. Wir steuern das Spiel genauso wie Dracula Resurrection, was ich ja auch schon fertig let's played habe, indem wir hier über die Pfeile steuern. Also einfach geradeaus für geradeaus. Rechts oder links, das sehen wir jetzt gerade nicht, aber gleich bestimmt. Und wir gucken uns hier erstmal um. Also hier war die Rezeption und das sieht aus wie ein Bund Schlüssel, finde ich, und Graffiti, aber es ist kein Bund, es ist, glaube ich, eine Lampe. Mal gucken, was hier rechts ist. Es regnet, der alte Mann erbietet. Ein Schatten kam in tiefer Nacht. Er lacht und hat den Tod gebracht. Gruselig, schon die erste Geisterbegegnung, ein totes Mädchen. Ein Geistermädchen. Können wir uns auch die Rezeption näher anschauen? Ich glaube nicht. Wir müssen erstmal Licht machen. Wo ist denn... Hä? Wo kommen wir denn hin? Hä? Basement. Ah, hier ist der Keller. Wahrscheinlich... Ja, im Keller, ne? Gibt es wahrscheinlich irgendwas, um das Licht anzumachen? Hat sie das gerade schon erwähnt? Keine Ahnung. Oh, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade, die Taschenlampe gibt den Geist auf. Ist ja schon gruselig, dafür, dass man sich ja nur in Bildern bewegt eigentlich. Ich hasse Keller. Hier ist nichts, hier ist eine riesige Truhe, aber da können wir leider nicht hin. Hier ist auch nichts, was man anklicken kann. Da wollte ich, glaube ich, nicht hin. Wir gehen geradeaus und dann hier rum. Gestalten, die verschwinden. Yep. Stimmen aus dem Jenseits. Yep. Sich bewegende Möbelstücke. Yep. Ich würde sagen, hier spukt es. Ach, wirklich? Hier spukt es? Ja, definitiv. Was haben wir denn hier? Oh, da ist alles überflutet. Ich versinke doch nicht bis zu den Knien im Dreckwasser. Dafür muss es doch was geben. Dafür muss es was geben. Warum ist hier überhaupt Wasser und im anderen Kellerbereich nicht? Oder kann man da irgendwie eine Treppe runtergehen? Ja, das bedeutet, wir müssen irgendetwas finden. Und siehe da, ein paar Gummistiefel. Anglerstiefel, schick und praktisch. Da schlüpfe ich mal rein. Okay, das macht er völlig automatisch. Schon mal gut. Jetzt müssen wir nur wieder die Tür finden. Hier. Ja, und er benutzt sie auch automatisch. So, dann haben wir hier den Sicherungskasten, Elevator, Danger und ja, hier sind die Stromkabel. Der neue Notstromgenerator ist einsatzbereit. Damit die Aushilfe Ben nicht alles kaputt macht, habe ich ein Schloss drauf gepackt. Da ich nicht gut bin in Merken von Kombinationen, habe ich mir aufgeschrieben, aber so
habe ich sie mir aufgeschrieben, aber so, dass nur ich darauf kommen kann. 8 Murmeln in der Hand, 2 Kerzen im Gewand, 3 Blumen mit einem Band, 6 Bohnen dick mit Schmand, rückwärts an der Wand. Ah ja, wahrscheinlich 8, 2, 3, 6 und rückwärts, also 6, 3, 2, 8. 6, 3, 2, 8. Ja, ich kenne den Anfang eigentlich schon, aber das war jetzt auch ein ziemlich leichtes Rätsel. 6, 6, 3, 3, 2, 2, 8. Na toll. Ich habe Vorahnungen und kann Geister sehen, aber ich sehe nicht voraus, dass meine Taschenlampe den Geist aufgibt? Typisch. Ja, just im selben Moment. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt Strom, also wir können uns jetzt hier bequem alles anschauen. Ich habe hier jetzt, glaube ich, einmal im Kreis gedreht. Ja, das hat es jetzt auch echt gebracht. Okay, hier ist eine Tür und was ist das? Eine Schatulle. Abgeschlossen. Irgendwo im Gebäude muss doch der Schlüssel sein. Ah, okay, da müssen wir einen Schlüssel dafür finden. Und was mit der passiert, mit der Tür? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, die ist abgeschlossen. Können wir eigentlich hier ein Foto von machen? Hey Dell, ich habe das Bild per Scanner untersucht. Nichts Besonderes zu finden. Ja, also man kann Fotos von den ganzen Sachen machen, ich glaube nicht von allen Dingen. Und dann sagt Kelly auch dann, also die analysiert das dann, das Foto, und sagt uns dann, ob sie was sieht. Aber sie hat gerade nichts gesehen und ich glaube, das ist auch quasi der Hinweis-Button, quasi Hint-Point, also die Taste dafür, dass man ein paar Tipps bekommt und aufnehmen. Keine Ahnung, also ich habe es jetzt noch nicht gebraucht. Hier gibt es nichts. Wir gehen mal wieder Richtung nach... Oh, jetzt können wir uns da was anschauen. Wow, das schreit ja förmlich nach Trödelmarkt. Ja, könnte man bestimmt alles verkaufen. Da gibt es bestimmt ordentlich Käthe für, weil es so alte Möbel sind, also Antiquitäten wahrscheinlich. Sei denn, die sind alle feucht, damit kann man dann nichts mehr anstellen. Wow, das schreit ja förmlich nach Trödelmarkt. Okay, und ich muss mich bemühen, nicht so oft auf die Sachen drauf zu klicken, denn man kann sie leider nicht überspringen. Nein, ich will da hinten hin. Ich habe mich gerade naja, okay, die Steuerung ist nicht die beste, aber okay. Oh Mann, seht euch nur diesen Schuppen an! Warte doch, Mark. Wir sollten zusammenbleiben. Warum? Hast du etwa Angst? Ist doch richtig geil hier für eine Party. Sag ich doch. Und nur für uns alleine. Ich habe gehört, hier soll's spuken. Mach dir nicht ins Hemd. Wenn wir einen Geist sehen, kann Heather doch auf Voodoo-Hexe machen. Sehr witzig. Aber so wie du riechst, werden die Geister eh einen Bogen um uns machen. Hey Lisa, warum mussten wir eigentlich das Grufti-Kind da mitnehmen? Weil das Grufti-Kind meine beste Freundin ist. Also halt die Klappe, sonst hauen wir beide ab. Wir sollten uns mal umsehen hier. Ah, okay. Das war eine Vision. Delaware hat gesehen, was hier vorgegangen ist vor ein paar Jahren. Es werden ja Teenager vermisst. Ich glaube, 5 Stück waren es. Und ja, die waren definitiv hier im Hotel und wollten eine Party feiern, so wie es ausschaut. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Licht. Jetzt können wir uns hier alles angucken. Was haben wir hier? Ich bin zwar hungrig, aber nicht lebensmüde. Aha, okay. Ja, aber ansonsten ist hier nichts Interessantes. Oh mein Gott, fängt ja schon mal gut an. Ich habe schon seit Ewigkeit nicht mehr aufgenommen, deswegen habe ich so ein paar Sprachprobleme. Oh, was haben wir denn hier? Können wir uns hier irgendetwas anschauen? Nein, können wir nicht. Okay. Können wir nicht. Da gibt es auch nichts. Können wir hier wieder raus? Der Türgriff ist abgebrochen. So kriege ich die Tür nie auf. Okay, so kriegst du diese Tür nicht auf. Also, diese Tür kriegen wir schon mal nicht auf. So, da war doch was. Nein? Da, genau. Was ist das? Für Wasser ist das wohl zu spät. Ja, das stimmt. Eine vertrocknete Zimmerpflanze. Und da ist auch nichts. Sieht eher aus wie Staub als wie Erde. Also die Erde muss wirklich sehr lange schon hier stehen, dass die schon so grau aussieht. Haben wir hier irgendwas?
Graffiti überall. Ich denke mal, es waren die Jugendlichen oder das war vorher schon. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, diese Tür ist abgeschlossen. Die wahrscheinlich auch, oder? Die Tür ist abgeschlossen. Aha. Ja. Ich glaube, die Bilder, die können wir uns auch nicht anschauen. Also, da gibt es nichts. So, können wir da durch? Oder reicht das schon? Der Türgriff ist abgebrochen. Ah. So kriege ich die Tür nie auf. Okay, so kriegst du die Tür nie auf. Okay, die Tür kriegen wir nicht auf. Die vielleicht? Oder war das die gleiche? Nee, das sieht so aus, als wäre das die gleiche. Hä? Moment. Der Aufzug scheint hier unten nicht zu funktionieren. Dann muss ich wohl die Treppe nehmen. Die Treppe. Können wir hier rein? Ah, ein roter Saal. Okay, hier sieht es ganz schön unordentlich aus. Also sehr viele Bierflaschen. Oh Mann, was für ein Saustall. Erinnert mich irgendwie an meine alte Bude. An deine Jugendzeit wahrscheinlich. Übrigens mag ich seine Stimme sehr. Er hat eine gute Vorlesestimme. Aha, hier ist eine Bühne. Da kommen wir aber leider nicht dahinter. Also es gibt keinen Pfeil, dass wir da irgendwie hinkommen können. Da geht's nochmal nach oben und da ist die Bar. Hey junge Dame, was kann ich Ihnen anbieten? Ich hab schon eine Flasche. Danke. Es geht doch nichts über Frauen, die vorbereitet sind. Was hast du denn da? Brandner. Scheiße, Melissa. Was soll das? Hilfe! Hey, ihr, kommt her! Also entweder hat sie sich verschluckt oder sie ist vergiftet worden. Sie hat irgendwas getrunken, was halt ihr nicht bekommen hat. Ein Ohrring. Der Ohrring kann nur ein paar Monate alt sein. Wem auch immer er gehört, er oder sie könnte noch hier sein. Ja, das könnte sein. Aber wahrscheinlich nicht mehr lebendig, oder? Also, wenn das wirklich so passiert ist, was er da gesehen hat, dann ist er wahrscheinlich erstickt. Hier ist eine Tür, da kommen wir aber nicht durch. Da sind sehr viele Stühle davor und er kann die auch nicht wegschieben. Da können wir auch nicht hin. Da kommen wir ja nur wieder zurück. Ich denke, wir sollten... Was ist das denn? Ach, hier ist eine Leiter, die müssen wir mitnehmen. Die Leiter werde ich sicher noch gebrauchen können. Ja, die ist wichtig, weil sonst kommen wir nicht in den anderen oberen Teil.